Wir haben gesagt, wir machen eine Zeitung, die die Schwerpunkte setzt, heute setzt, die wir damals hatten. Und wenn es gut ist, auch noch reflektiert die Unterschiede zu damals. Sie ist natürlich deutlich professioneller geworden, zum Glück. Sie ist in einigen Punkten normaler geworden, aber sie hat zum Glück auch noch etwas von der Schrägheit der alten Taz damals. Wir haben schon versucht, eine Ausgabe zu machen, die sowohl visuell als aber auch inhaltlich an diese Taz von vor 40 Jahren nicht nur erinnert, sondern auch direkt anknüpft. Wenn ich die Taz heute lese, wie verändert sich ein Mensch in 40 Jahren? Also wir sehen es ja selber an uns, ja. Gereifter, ein bisschen mehr gelassener, einen Überblick zu haben. Und das, denke ich mal, wird man morgen auch an der Ausgabe spüren.